Junger Mann, wenn du ohnehin da reingehst, würdest du dann mal nach meiner Bratpfanne gucken? Einer der Strauchdiebe hat sie sich geliehen und ist dann verschwunden, ohne sie mir zurückzugeben. Wie bitte? Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts machen? Ein bisschen blippertanter. Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Faszinierende Geschichte. Kommst du bald zum Ende? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Kommt's nicht. Brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe, die so bei Dorf hast du quatschen gerne. Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten, nur für den Fall. Sie kriegt die Tür. Sie kriegt die Tür nicht aufgebrochen. Die Tür. Aha. Ohne Hose. Ein bisschen verwestes Fleisch. Eine Leiche, das erklärt den Gestank. Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben, wie bei einem Soldaten. Oh, Pulver. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Ich loot hier mal schön. Nehme ich als Belohnung für die Pfanne mit. Gegenstand Schemas. Bring Schemas zu Handwerkern mit den entsprechenden Fähigkeiten, damit sie den Gegenstand für dich herstellen. Aha. Beta-Rezept. Da war die Pfanne. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Mhm. Und wenn das so ist. Wenn ich mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Okay, sonst noch was zum Looten hier. Wie ziehe ich die Waffe? Das habe ich auch noch nicht gelernt. Okay, hier hast du deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut,
Sag den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Okay, was haben wir bekommen? Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Quest abgeschlossen, eine blitzblanke Bratpfanne. Okay, was genau haben wir jetzt bekommen? Ist die Map? Inventar. Wir haben eine Hose. Nee, die tausche ich nicht. Vielleicht können wir sie irgendwo verkaufen. Wahrscheinlich ein bisschen Geld oder so hat es uns gegeben. Könnte ich mal vermuten. Verzehrbares Apfelsaft. Lokaler Pfefferwodka. Dann bräuchten wir dann einen Kampf. Momentan müsste es uns, glaube ich, gut gehen. Jetzt heben wir uns auf, das Zeug. Okay, ich glaube, wir sollten mal... Wir sind mal in eine der Richtungen. Laufplätze! Langsamer! Der macht schon Trab. Ist schon ganz langsam. Oh, ein herrenloses Pferd. Okay, das scheint die aktuelle Quest zu sein. Das leuchtet dort gut groß auf. Oh nein! Ertrunkene. Weg hier. Geht doch nicht hier lang. In dieser Richtung. Die spielt Satisfactory. Okay. Heya! In die Richtung. Ich bin mir gar nicht sicher. Können wir einfach mitten durch den Fluss? Okay. Fette Angst vor Wasser. Aus dem Weg. Vorsicht. Die Könige mögen zwar kämpfen. Er feiert und singt. Kaiser M hier trinkt. Dann fällt er ins Bett und stößt nicht ganz an. Beweg dich. Wir machen den Schleuder und jagieren damit. Komm jetzt. Ja, die Pferdstörung ist ein bisschen, naja. Schau mich nicht so an. Die Karte finde ich mich auch nicht zurecht. Und wo nun? Hier waren wir jetzt schon zweimal. Schneller. So ist gut. Das Kraut finden wir ewig nicht. Oha, Blätze. Zählt es mir auf einmal am anderen nicht so schnell, Ufer an. Ja, da sind da drunten, aber... Okay, werden wir das Kraut noch irgendwo finden? Weiter so, Plätze. Auf
Schwertkampf. Gespalten. Schneller. Ist hier irgendwo das Kraut? Los, lauf! Hier ist zumindest was markiert. Langsamer. Nice. Und vorbeireiten. Hier will ich mal absteigen und mal ausschalten. Oha, okay, hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Abgeschlossen. Ist hier vielleicht Kreuzton? Unter Wasser? Mit C können wir tauchen. Die Leertaste, um wieder aufzutauchen. Kreuzton! Nice. Sauerstoff. Ist bestimmt noch mehr Kreuzton. Und das ist kein Kreuzton. Und da unter was ist noch mehr? Okay, Kreuzton. Mehr Kreuzton. Wollen wir bestimmt auch irgendwann für was anderes gebrauchen. Der kann echt lange unter Wasser atmen. Okay, das sind einfach nur Büsche. Okay, ich denke, jetzt haben wir Kreuzton und jetzt können wir zurück zu dem. Jetzt können wir den Spuren der Soldaten folgen. Wo ist das Pferd? Ach, da ist das Pferd. Plötze. Auf uns davon. Der Trüffel aus der Eiche schaut mit Freude sein. Ah ja. Hier waren wir. Ganz genau. Dann folgen wir mal den Spuren. Hier sind sie. Ach so, auf der anderen Seite. Da kam sie her. Okay, da geht die Spur weiter. Hier gibt es noch ein Blümchen. Wolfsbann. Ich
Einen Vorsprung festhalten. Okay. Haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Okay, hier geht's nicht weiter. Da kommen wir her. In die Richtung sind sie. Kannst jetzt nichts tun. Spur endet hier. Das kann auch nicht. Da gibt es was zu sehen und da gehen noch Spuren weiter. Autsch. Ein Bienennest. Kann ich bestimmt Igni drauf verschwenden. Honigfarbe. Jetzt habe ich wahrscheinlich einen Waldbrand ausgelöst, aber gut. Okay, hier ist eine Spur. Eine einzelne Spur. Ah, da oben geht's weiter. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Knochen, Pferd, Hund, Mensch, einige Monatsvorräte. Dieser Greif scheint es drin zu sein. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft, ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. That's sus. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell. 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Oha, da verstehe ich, warum das Männchen wütend ist. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Ja, ganz genau. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Du wirst mit Wesemir reden. Kampfvorbereitung. Ja, du wirst auch wütend, wenn man deine Freundin getötet hätte. Das ist ein bisschen, ja, berechtigt. Ich würde es mal berechtigt nennen. Und schätze niemals deinen Gegner. Diese Regel ist also aus gutem Grund das Kernstück des Hexerkodex. Angemessene Vorbereitung hat schon manchem Hexer das Leben gerettet. Sollst die Tränke und Öle brauen oder Handwerker aussuchen, ehe du dich in den Kampf stürzt. Bei Waffenschmieden bekommst du Schwerter, während Rüstungsschmiede Rüstung anfertigen. Wir haben doch ein tolles Schwert. Vor starken Gegnern sollst du eine Nebenquest abschließen, damit du Erfahrung gewinnst. Einige Nebenquests abschließen. Deinen Charakter weiterentwickeln kannst und deine Chancen steigerst, in den Kampf zu gewinnen. Ah ja, wir wollten sowieso erstmal zurück nach Weiß Garten.
Langschwert, Meistergegenstand. Das schaue ich mir doch mal an. Inventar. 29 bis 35 Schaden. Das hat 22 bis 26 Schaden. Na, aber bitte. Das möchte ich aber mal tauschen. Das macht mehr Schaden, auch wenn das nicht unsers ist. Wählen ein Langschwert. Benötigt Stufe. Okay, nicht schlecht. Ein Runenstein. Runenstein wird in einer freien Fassung ein Schwert platziert, Gegenstand zu verbessern. Okay. Okay, können wir den. Prozent Zeichenintensivität. Na toll, jetzt haben wir das falsch ausgerüstet. Okay, wir haben ein besseres Schwert gefunden. Na dann, auf nach Weißgarten. Oh, da ist das Pferd. Es kam aber schnell. Pferd im Busch. Komm jetzt. Okay, direkt drauf zu. Jetzt habe ich einfach ausgeholt. Das könnte Ärger geben. Eine ganz Katze. Okay, aber bevor wir reingehen, würde ich mal. Ja, hier. Wissen wir, dann reden wir mit ihm. Ja? Was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Du hast es erfasst. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. So ist das öfters. Auch ich Mächten hab den leben. Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung. Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön.
Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ja. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Ein Hinterhalt. Gut, aber bevor wir aufbrechen, würde ich mal sagen, Trank herstellen. Bereite dich auf den Kampf gegen Gräfen vor, indem du Trank Donner herstellst. Okay, Alchemie. Herstellen, benutzt zwei die richtigen Zutaten. Zutaten fehlen, na toll. Blaues Mutagen, oh, blau, ist es, wo ich das her? Vielleicht können wir irgendwo einen Händler fragen, ob er das Zeug hat. Vielleicht finden wir hier irgendwo einen Alchemisten. Und rechtsklick auf das Rezept. Ja. Ah, Donner, alle Teile vorhanden, sehr schön. Tränke müssen im Inventar ausgerüstet werden, damit du sie im Spiel einsetzen kannst. Ah ja, verwende Bild oben und Bild unten oder klick auf die Pfeile, um das Inventar zu öffnen. Katze, Schwalbe fehlen. Okay. Bereits hergestellt hätte ich jetzt gerne. Da, so, jetzt. Anheften. Okay. Nun. Den Trank müsste ich ausrüsten. Ausgerüstet. Jetzt kannst du den Trank im Spiel verwenden. Drücke R, um den Trank auf dem ersten Platz zu aktivieren. Oder F, um den Trank auf den zweiten Platz zu aktivieren. Der müsste jetzt auf dem ersten Platz sein. Jetzt haben wir hier noch Waldkauz. Vergiftung, Wirkdauer. Andere Regeneration im Kampf. Kann ich schaden, wenn wir den ausdingensen. Relikt. Ist was Essbares und Trinkbares, werden wir brauchen im Kampf. Zur Regeneration. Ja, toll. Okay, jetzt sind wir aber nochmal zur Schmiede gehen und uns da uns. Vielleicht finden wir da auch ein besseres Schwert und. Vielleicht nur noch einen Trank und dann eine Rüstung und so weiter. Aber erstmal machen wir eine Pause.